Welche Arten von Meditation gibt es? Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über Meditation. Welche Meditationsarten gibt es? Welche Arten von Meditation gibt es? Es gibt sehr viele Arten von Meditation, es gibt sehr viele Traditionen. Die meisten Religionen haben mystische Traditionen, wo Meditation gibt. Und ich selbst bin ja Yoga-Lehrer, kenne mich mit Yoga-Meditationstechniken etwas aus, habe mich auch beschäftigt mit buddhistischer Meditation und christlichen Meditationsformen, wie zum Beispiel Kontemplation. Wenn wir arten unterscheiden wollen, können wir erst einmal sagen, es gibt die sogenannten lenkenden Meditationen und es gibt die beobachtenden Meditationen. Die lenkenden Meditationen sind solche, wo du bewusst bestimmte Geistesinhalte hervorrufen willst. Die beobachtenden Meditationen, im Sanskrit oder bei im Yoga Satshebhaav genannt, im Buddhismus Vipassana beobachten das, was Beobachtbar ist, also das, was da ist. Im, unter den lenkenden Meditationen, also Bewusstseinsinhalte hervorrufenden Meditationen, gibt es zum Beispiel Mantra-Meditation, es gibt Visualisierungsmeditation und es gibt auch Empfindungsmeditation, wo du Gefühle hervorrufst. Nehmen wir zum Beispiel die Mantra-Meditation, vermutlich die weltweit populärste Meditation. Die gibt es sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus, im Jainismus, im Sikhismus. Und bei den Christen gibt es das auch, man könnte sagen, das immerwährende Jesusgebet. Und auch in der jüdischen Mystik gibt es auch Bibelfaser oder auch äh, einfach Namen Gottes, die wiederholt werden. Also in diesem Sinne, Mantra-Meditation sehr populär. Also du wiederholst ein Mantra und erzeugst so dass die Schwingung des Mantras und gehst dann ein einen dieses Mantra. Und so diese Mantra-Meditation ist vielleicht die besonders wirkungsvolle und besonders verbreitete Meditation. Die zweite Art von steuernde Meditationsarten sind die visuellen Meditationen. Du könntest zum Beispiel dir ein Licht vorstellen oder du kannst dir ein Symbol vorstellen wie das Om Symbol oder ein Yantra du könntest dir auch einen Aspekt Gottes vorstellen einen heiligen oder Jesus oder das Kreuz oder auch einen Meister eine Meisterin du visualisierst dir das und meditierst damit eine dritte Weise wäre, du konzentrierst dich auf ein bestimmtes Gefühl, das du versuchst hervorzurufen. Du konzentrierst dich zum Beispiel auf das dritte Auge, du spürst das dritte Auge und nach einer Weile kommt ein gewisses Pulsieren im dritten Auge. Und die, du spürst dann und gehst ganz in dieses Gefühl hinein. Von allen dreien, also von... Visuell, auditiv und auch kinästhetisch, also spürend, gibt es eben auch die beobachtenden Formen Sakshibav oder Vipassana. Du kannst zum Beispiel die Augen schließen und hören, welcher Klang kommt, wenn Du die Augen schließt. Entweder hörst Du Deinen eigenen Geist Worte formulieren oder Du hörst äußere Geräusche oder Du hörst einen inneren Klang. Eine nächste Möglichkeit wäre, du beobachtest, was du von selbst sehen kannst. Du hast also die Augen geschlossen und dann siehst du vielleicht innere Bilder, vielleicht äh, Nachklänge des Tages oder auch Fantasiebilder oder auch Planungsbilder oder abstrakte Lichter. Oder du gehst nach innen und du spürst einfach, was du innerlich fühlst du kannst kann sein, dass du irgendwelche Körperwahrnehmungen spürst, dass du Emotionen spürst, dass du Chakren spürst und so weiter. Das sind also schon mal sechs Meditationsformen, also visuell steuernd, visuell beobachtend, auditiv steuernd, auditiv beobachtend, kinästhetisch, also fühlen steuernd, kinästhetisch fühlend. Und dann gibt es auch abstrakte Formen der Meditation. Du könntest dich also fragen, wer bin ich? Oder du kannst meditieren über einen Bibelvers. Oder du kannst einfach deine Bewusstheit ausdehnen in die verschiedensten Richtungen. Eine andere abstrakte Meditationstechnik wäre einfach ruhig zu sitzen und deinen Geist öffnen und alles wahrnehmen, was wahrnehmbar ist. Und schließlich in die Tiefe deines Wesens gehen, um in dir selbst zu meditieren. Ja, das sind erstmal einige Grundarten der Meditation. Bei yoga -Vidya kennen wir da noch ganz konkrete Ausprägungen von Meditation, die oft eine Kombination sind aus Auditiv, Visuell, kinästhetisch Steuernd und Beobachtend. Bei Yoga-Vidya kennen wir die einfache Mantra-Meditation, wo du ein Mantra wiederholst und ansonsten beobachtest. Wir haben, kennen die kombinierte Mantra-Meditation, bei der du Mitte, bei der du ein Mantra wiederholst, dich den Atem sehr ruhig fließen lässt und dann auf das dritte Auge konzentrierst oder auf die Herzgegend konzentrierst. Wir haben die sogenannte Ausdehnungsmeditation, eine sehr effektive Meditation, um subtile Erfahrungen zu machen. Du lernst, dein Bewusstsein auszudehnen und eine Erfahrung der Weite zu machen. Wir haben die Eigenschaftsmeditation, wo du die Meditation nutzt, mit Affirmationen und Visualisierungen positive Eigenschaften in dir zu stärken. Dann haben wir verschiedene Formen der Energiemeditation, mit denen du die Chakras aktivieren kannst, Prana harmonisieren kannst und über Aktivierung von Chakra und Prana Zugang findest zu höheren Bewusstseinsebenen. Dann haben wir auch... Abstrakte Formen der Meditation, eben mit Fragen, wer bin ich, oder auch äh, die Vichara-Meditation, Untersuchungsmeditation, und es gibt noch weitere Vedanta-Meditationstechniken. Auch im Kundalini-Yoga gibt es noch weitere spezialisierte Energiemeditationen. Woher weißt du jetzt, welche Arten von Meditationen, die es gibt, für dich geeignet sind? Der beste Weg ist auszuprobieren. Wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya einen, eine Yoga-Ferienwoche mitmachst, dann lernst du in der Zeit auch verschiedene Meditationsarten kennen. Du kannst bei der Yoga-Ferienwoche zum einen zur stillen Meditation gehen, da meditierst du einfach so, wie du es willst und gewohnt bist, oder du gehst einfach in die geführte Meditation. Jeden Morgen und Abend gibt es geführte Meditationen und dann lernst du einige kennen. Noch besser ist, du machst dann eine yoga ausbildung mit. Dort lernst du auch eine Fülle von Meditationstechniken kennen, insbesondere wenn du bei Yoga Vidya die yoga ausbildung mitmachst. Ja, und dann kannst du auch noch zusätzlich, du kannst außerdem in einem Yoga Vidya Zentrum kannst du auch Meditationskurse belegen. Auch dort wirst du in einige Meditationstechniken eingeleitet. Ja, und auch eine Möglichkeit wäre auf den Yoga Vidya Seiten gibt es Meditationsvideos und Meditation-Audios. Wenn du auf unsere Seite gehst, www.yoga-vidya.de Dort findest du viele verschiedene Meditationstechniken als MP3 oder auch als Video. Du kannst dort einfach hingehen, Meditation Audio oder Meditation Video, und dann kannst du dich in die Meditation hineinführen lassen. Wir haben insbesondere einen zehnwöchigen Meditationskurs für Anfänger wir haben einen mehrwöchigen Mantra Meditationskurs und einen 20 Lektionen oder ein Vedanta Meditation und Jnana Yoga Kurs in 20 Lektionen und dort lernst du 20 verschiedene abstrakte, also Vedanta Meditationstechniken kennen. Bei Yoga Vidya haben wir also einen sehr reichhaltigen Meditations ja Meditationslehre in den Yoga Vidya Ashrams haben wir darüber hinaus auch manchmal buddhistische Meditationen, die eben auch die Yoga Meditationen gut anreichern können. Nochmals unsere Internetseite wurde zum einen die kostenlosen Meditationsanleitungen bekommen kannst, wo du auch Überblick bekommst über die verschiedenen Meditationarten und wo du auch die Adressen von Yoga vidya zentren und Yoga vidya seminarhäuser bekommen kannst, wo es eben an jedem Wochenende Yoga- und Meditation-Einführungswochenende gibt und an jedem Sonntag beginnt eine Yoga-Ferienwoche, wo du eben auch viele Meditationen kennenlernen kannst. Internetseite www.yoga-vidya.de